Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, ich habe einen neuen Fernseher mir geholt, weil mein alter kaputt gegangen ist. Und der unterstützt auch alles, was die PS5 bzw. Xbox Series X unterstützen. Nur ist mein Problem, ich hatte ja, oder war mein Problem, ich hatte ja vorher den Matrix von Ezco dran, den 4 zu 2. Weil 4 zu 2 brauche ich. Weil die Xbox, die Switch und die, früher auch die PS4 und die PS5, alles an den Switch rangegangen sind und dann einmal zum Fernseher und einmal praktisch zur Capture-Karte. Nur habe ich halt überlegt, wie kann ich das machen, dass ich halt am Fernseher alles nutzen kann. Weil der Fernseher, wie gesagt, unterstützt alles. 4K, HDR, VRR, 1044p, 120 FPS, Aula oder wie das heißt. Aura, nee, wie heißt das? Kommen wir gleich dazu. Gucken wir uns gleich im Menü alles an. Wie kann ich das nutzen, aber auch streamen bzw. aufnehmen? Weil die Capture-Karte unterstützt ja nur 4K HDR mit 60 FPS. Kein VRR, kein Euler oder wie das heißt. Und 1440p wird auch unterstützt. So, wie kann ich das alles machen, dass es funktioniert? Ich habe geguckt. Ich habe Switcher gefunden. Ich habe aber immer nur 1 zu 2, 2 zu 1, 3 zu 1 gefunden, aber ich habe halt nichts gefunden, wo ich halt mehrere Geräte, mindestens drei anschließen kann und dann praktisch zwei Ausgänge habe. Muss ja auch nicht gleichzeitig sein. Reicht mit einem Umschalter. Weil ich denke mal, das ist das Problem, warum es momentan kein Matrix gibt, wenn man 4K HDR, VRR mit 120 FPS von der PlayStation bekommt und reingeht, dass der Switcher vielleicht oder der Matrix das gleichzeitig zwar auf 4 Bäder ausgeben kann, aber eh die Rätet halt nicht kann und deswegen halt runtergeregelt wird und dass der nicht die einzelnen Bädenausgänge separat sagen kann, ey, du kannst nur 120 FPS, du kannst das. Deswegen würde mir das ja auch reichen, ein einzelnes Gerät, wie der von Ezco, den ich euch eben gezeigt habe, aber wo man den Ausgang ein- und ausschalten kann. Sag ich jetzt, ich möchte nur Ausgang 1 haben, ich möchte nur Ausgang 2, dass die PlayStation sich darauf einstellen kann. Das klappt auch alles wunderbar, wie ich es euch jetzt gleich zeigen werde. Das einzige Mal, wo ich Probleme hatte, war mit der Xbox, wo ich Assassin's Creed Origin installiert hatte und dann da, wo dieses Sprachpaket kam. Da hatte ich auf dem Fernseher kein Bild, da musste ich umschalten, dass ich auf dem Monitor Bild hatte. Also im Spiel nicht, aber halt bei diesem einen Bildschirm, woran es liegt, weiß ich nicht. Ob es nur versehen war, weiß ich auch nicht. Bei der PlayStation habe ich bis jetzt, ja, habe ich alles Mögliche getestet, immer wieder hin und her geschalten, habe ich kein Problem. Aber egal. Jetzt geht es erstmal darum, wie kann man das machen? Ich habe euch ja, ich muss mal denn, ich komme, ich hole euch mal ein bisschen näher ran und richte euch mal nach unten. Ich habe euch ja schon gezeigt, dass ich mir den hier hinten, den 1 zu 2, beziehungsweise der kann auch 2, also der kann 1 zu 2 ausgeben, also ein Ausgang, zwei Aus, ein Eingangssignal zu zwei Ausgängen oder zwei Eingänge zu einem Ausgang machen. Der hat auch einen Knopf hier hin zum Hin- und Herschalten. Ich wollte nicht mit Fernbedienung, weil ich noch was anderes gesehen hatte, konnte ich mir aber nicht zeitgleich bestellen. Weil das Ding hat 30 Euro gekostet und das andere auch über 40 Euro. Da musste ich halt ein bisschen warten, das ging halt nicht sofort. Und ich hatte schon mal so was, dass ich mit diesen kleinen China-Fernbedienungen, dass ich die manchmal in die Quere komme. Deswegen das Gerät ohne Fernbedienung, das Gerät mit Fernbedienung. Ist von der gleichen Firma. Ich habe auch kein Unboxing gemacht. Der 2 zu 1, 1 zu 2 kam halt in so einer Verpackung her. Ja. Cable.com, ich werde euch die Geräte auch alle unten drunter verlinken, mit dem USB und einem HDMI im guten. Den habe ich nicht benutzt. Ich habe von Kabel direkt meine wieder benutzt. Und der 3 zu 1, der kam nur mit USB und dem Gerät ohne HDMI.
Und Fernbedienung natürlich. Aber die USB habe ich nicht benutzt. Ich habe längere USB genommen, weil mein USB-Strom hier hinten ist hier hinten und da, die sind halt nur so kurz und der muss ja hier hinten lang gehen. Und ich habe das auch speziell geklemmt. Das werde ich euch auch gleich noch kurz erklären. Also hier sind drei Eingänge. Eins, zwei, drei. Das ist die PlayStation 5, die Xbox und die Switch. Hier ist der Ausgang. Der geht hier einmal rum und hier rein in den 1:2. Und hier geht er einmal raus zum Fernseher. Ich habe das auch extra so angeschlossen und so hingelegt. Wie sieht man das? Koffer. Ein bisschen tiefer machen. So. Wie sagt hier der 3:1? So, und die, hier geht der eine dann, also der geht hier rum, bum, bum, hier geht er rein. Und hier haben wir dann zwei Ausgänge. Die kann ich auch hin und her schalten mit dem Knopf. Da und da. Ich mache jetzt mal Richtung Fernseh. Da, jetzt leuchtet es da. Das ist der HDMI, der Richtung Fernseh geht, weil er hier am Fernseh ist. Das ist der, der dahin geht. Kann man sich optisch gut merken und hat noch einen Vorteil, den zeige ich euch auch gleich mal. Ihr müsstet jetzt eure Alexa, pausiert das Video, mal kurz muten, nicht, dass er dann anspricht. Alexa, Zocken Ende. So, die sind jetzt alle aus. Also jetzt ist hier Zocken Ende, jetzt ist ja die PlayStation aus, die Festplatte aus, die sind aus. Alles, was ihr mit Zocken zu tun hat, ist aus. Gleich leuchten die Lichter wieder. Ich hoffe, man sieht es im Video auch, dass die Lichter leuchten. Wie gesagt, ich hatte dieses hier angemacht für Fernsehen. Alexa, Zocken an. So, aber wenn ich wieder Strom anmache, springt automatisch immer HDMI 1 an, wenn man den von Strom nimmt. Und das wollte ich auch so haben, weil ich zocke ja mehr am Monitor als am Fernsehen. Aber dass immer das an ist, dann brauche ich halt weniger Stellen. Und wenn ich dann mal am Fernsehen mache, dann gehe ich hier schnell hin, schalte auf Fernsehen um. So, hier ist er auch dann immer auf 1, immer auf PlayStation 5, was am meisten benutzt wird. Hier kann ich dann auch per Hand zwischen den Geräten hin und her schalten. Ja, oder halt mit Fernbedienung. Die habe ich extra hier nochmal hingelegt, damit ihr die hier seht. So, das funktioniert auch alles wunderbar. Das werde ich euch jetzt hier mal kurz zeigen. So, aber lasst eure Alexa am besten aus. Alexa, wechsel zu PlayStation. Weil bei dem neuen ist das Problem, bei dem neuen Fernseher, der hat jetzt so ein Zockenmenü. Und das Zockenmenü, das alles, was mit Zocken zu tun hat. Also der, ich habe den HDMI für meine PlayStation nicht mehr bei allen HDMI mit drin. So, an. Der war noch nicht an. Alexa? Wechsel zu PlayStation. Ich habe den noch nicht Gamerport genannt oder so. Ich hatte den PlayStation genannt, wo ich die PlayStation das erste Mal dran hatte. Hab den einfach PlayStation genannt. So, mit Bluetooth-Box verbinden. Ich habe momentan die Bluetooth-Box dran, weil ich immer noch nicht höre. So. Findet kein Gerät, ich habe jetzt die PlayStation angemacht. So, dann geht die PlayStation an. Das Einzige, was man ab und zu mal machen müsste, die HDR-Einstellungen in den Einstellungen überprüfen, damit die auch vernünftig eingestellt sind. Aber das ist doch das Einzige. So. Ach Quatsch. So, und jetzt gehen wir hier auf Bildschirm und TV. Und Informationen zur Videoausgabe. Das sind jetzt die Informationen zur Videoausgabe, was der gerade kann. 3840 zu 2160. 60 Hertz. 60 Hertz ist Standard, nur bei manchen Spielen wird dann halt mehr gemacht.
Farbformat, RGB, HDR. HDCP ist aus, wegen auf dem Capturen und so. So, Information, HDMI-Gerät, VRR unterstützt 48 bis 100, also 48 Hertz bis 120 Hertz. Die PS5 unterstützt eine VRR-Bitrate von 48 bis 120 Hertz, steht hier. HDR unterstützt. So, wenn wir jetzt hier nach unten scrollen, haben wir hier, was halt unterstützt wird mit HDR und nicht HDR. Unterstützt, also Frequenz in Klammern HDR. 24 Hertz, 25 Hertz, 30, 50, 60, 120 Hertz. YUV, also in Klammern YUV 422. Dies sind die verfügbaren Frequenzen für 4K-Ausgabe, wenn HDR verwendet wird. So, bei Frequenzen nicht minus HDR, 24, 50, 30, ach Quatsch, 24, 25, 30, 50, 60, 120 in Klammern YUV 420. Dies sind die verfügbaren Frequenzen für 4K-Ausgabe, wenn HDR nicht verwendet wird. So. Und ihr seht, dass alles hier wirklich unterstützt wird. Ja. Ich kann auch. So. Hier auch 1440p Ausgabe testen. Können wir hier testen. So. Ja. Ja. Ich mache das jetzt mal im Schnellformat. Der fragt halt nur, ob wir ein Bild sehen. Dann müssen wir sagen ja oder nein. Wir sehen ja Bild. So, und jetzt kommt hier die Zusammenfassung. Dein HDMI-Gerät unterstützt 1440p für diese Video-Ausgabeeinstellungen. 60 Hertz SD, also nicht HDR. 120 Hertz SD, 60 Hertz HDR, 120 Hertz HDR. Okay, so. Und hier bei VRR können wir auch, ist automatisch, wir können auch ausmachen, aber wir wollen ja automatisch haben. Ach, ALM heißt es. ALLM. Ja, haben wir auch hier. Aus oder automatisch. Ihr seht, das funktioniert alles. So, HDR. Eingeschalten, wenn unterstützt wird. Das hatte ich nämlich letztens aus Versehen noch an. Das ist immer anders. Hier können wir HDR dann anpassen. Deep Color können wir anpassen. Automatisch, automatisch. Beim RGB würde ich hier nichts ändern. Ich würde das alles so auf automatisch lassen, wenn es unterstützt wird. So, Auflösung habe ich auf 4K festgelegt. Ja, ich könnte jetzt auf 1440p machen. Ja, da hätten wir jetzt. Na? Umstellen auf. Möglich, wenn. Nicht möglich, weil. Achso, ja, VRR ist an, deswegen kann ich nicht hier umschalten, also 44. Da müsste ich hier VRR ausmachen. Dann kann ich das auf 1440 machen. Variable Bitrate wird bei 1440p nämlich nicht unterstützt. Aber wir machen wieder zurück. So, und machen auf VRR wieder auf automatisch. Ihr seht, dass das alles an ist. So. Nochmal hier unten, nochmal hier oben die Informationen zeigen. Ja, es ist alles an. So, jetzt gehe ich hier raus aus dem Menü und jetzt schalte ich einfach mal um, dass wir gleich auf dem, ich stelle euch mal hier kurz hin, da könnt ihr das schon sehen, dass da gleich das Bild kommt. Und zwar drücke ich jetzt, nee, hat er nicht genommen, Moment. Jetzt auf den Monitor. Der hat eine kurze Umschaltzeit. Zack, und da sind wir auch schon. Ich muss mich mal vorbeiquetschen. So, jetzt solltet ihr das eigentlich gut sehen können, hoffe ich doch. So, wir sind jetzt praktisch, ich habe da umgeschalten und dann geht der HDMI hier lang. Bom, 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 bom.
Und hier unten ist nochmal Verteiler 1 zu 2, dass ich halt den Monitor nutzen kann, auch wenn der PC aus ist. Und halt auch das praktisch, da geht der Kabel rein und einer geht zum Monitor dann wieder hoch und einer geht halt in die Capture-Karte. Hat auch den Vorteil, warum ich es auch gemacht habe oder vorwiegend gemacht habe, dass wenn ich den im Stream bin oder aufnehme oder was weiß ich und aus dem Spiel rausgehe, kommt immer dieser Bildschirm, wird überprüft, weil die Capture-Karte erstmal prüft, was kann er denn jetzt, was kann er nicht. Habe ich so nicht, weil das Bild halt einfach so wie es ist, an Bilder ausgegeben wird. Und hier seht ihr, da sehe ich dann halt nur das, was dann halt gerade ist. So. Ihr seht, Auflösung ist auf 4K. Hier können wir gleich testen. VR ist aus. Wird nicht unterstützt, steht auch hier. Hier haben wir 120 Hertz, ist auch aus. Allen ist auch aus. So, 4K Videoausgabe, das ist halt das, wo man wieder Plus und Minus machen kann. Weitere Informationen. Da kommen wir dann halt nochmal zur Ausgabe und so. Hier HDR wird unterstützt. Eingeschaltet, wenn unterstützt. HDR anpassen, könnte ich jetzt anpassen. Deep Color ist automatisch und RGB ist automatisch. So, wir können jetzt hier mal 1440p testen. Ach Quatsch, Mist. Er zeigt mich verdrückt. So, nochmal testen. So, ja, wir sehen im Bild. Da wird jetzt das gleiche rauskommen wie eben, außer 120 Hertz wird jetzt hier nicht stehen. Hier wird nur 60 Hertz stehen. Da. Es wird unterstützt in Nicht-HDR, also SDR 60 Hertz. In HDR wird auch nur 60 Hertz unterstützt. Okay. So. Wir gehen auch nochmal auf die Videoinformationen. Hier sehen wir auch nochmal 4K mit 60 Hertz ist die Auflösung. Farbraum ist YUV mit in Klammern HDR. HDCP ist immer noch aus, logischerweise. VRR wird nicht unterstützt. HDR wird unterstützt. So. Und Frequenzen mit HDR, Frequenzen mit nicht HDR. So, Frequenzen mit HDR, das ist das oberste. 24, 25, 30, 50 in YUV 422 und / YUV 420, Klammer zu. 60 Hertz ist dann in Klammern YUV 422 oder / YUV 420. Also ist eigentlich das gleiche, warum das hier nochmal getrennt steht, weiß ich nicht. Frequenzen mit nicht HDR, 24, 25, 30, 50 und 60 Hertz. Ihr seht, es fehlt überall die 120 Hertz. Ohne, dass ich irgendwas machen musste. Ich habe auch gleich ein saugeiles Bild. Ja? Und jetzt machen wir einfach mal wieder zurück. So, ich versuche mal jetzt hier. Und jetzt stelle ich hier wieder um. Auf Fernseh. So, jetzt zack und schon wieder. Geiles Bild. Kann mich nicht beschweren. So, wir gehen auf Einstellungen. Bildschirm und Video. So. VR automatisch. Ich kann auch hier auf nicht unterstützt. Kann hier wieder einstellen. Oder wartet mal, ich zoome euch mal ein Stück ran. Dass ihr das sehen könnt. Hoppala. Ach. Ja. So, und wir können auch hier nochmal oben auf Videoausgabe gehen. So, die Videoausgabe ist aktuell in 4K mit 60 Hertz. Wir haben den Farbton RGB, HDR. HDCP ist aber noch aus. Information zu HDMI-Gerät. VRR wird unterstützt. Die PS5 unterstützt einen VRR-Bereich von 48 bis 120 Hertz. Jupp. HDR unterstützt. Jupp. Und hier unten wieder 24, also mit HDR 24, 25, 30, 50, 60 und 120 Hertz. Hier steht es komischerweise komplett mit nur 422.
Nicht HDR, 2450, 30, 50, 60, 120, oh, YUV. Alles da, was man will. Habe ich denn jetzt noch ein Spiel, dass man das vielleicht mal testen kann, dass ich euch das zeigen kann? So. HDR anpassen, das empfehle ich euch ab und zu mal zu machen. Hier beim Dunklen muss ich halt ein bisschen nachmachen. Heller, 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 so. Wir gucken mal. Ach, wie hieß denn das Autorennspiel? Habe ich das noch drauf? Nee, habe ich nicht. Schade. Aber ihr seht, es funktioniert alles wunderbar. Keine Lags. Hier, Normal Readers. Das Bild sieht wirklich knackenscharf, richtig geil aus. Also Last of Us ist ein Muss. So. Ich kann es euch auch noch mal zeigen. Ach Quatsch, nicht Einstellungen. Wo war denn das hier mit den Info? Das war hier ganz unten irgendwo. Info. So, jetzt haben wir den Infobereich offen hier oben. Mache ich mal was höher. So, hier steht es dann. Wir haben eine Auflösung von 1840 zu 2160 mit 60 Hertz. Erweitertes Eingangssignal. HDR UHD haben wir. Und es wird unterstützt. Als nächstes könnte ich euch auch weil wir brauchen ja nicht beide Konsolen anhaben, ist ja Quatsch, wa? Jetzt nehmen wir die Xbox. Ich habe hier einen Xbox-Controller. Wir haben jetzt die Xbox angeschalten. Wollen wir die Fernbedienung? Ein Stück rauszoomen. So. Achso, ich müsste ja hier noch, noch umschalten. Bringt ja nichts. So. Ach, Update schon wieder. 4,2 GB. Na ja, gut, dann starten wir mal ein Update. Dann mache ich mal kurz einen Cut. Während die Xbox. Wieso sieht das Bild so komisch aus bei euch? Das sieht so hell aus hier. Und dann hier so ein Schatten rum um das. Das ist bei mir nicht. Das ist ja kurios. Jedenfalls lassen wir das Update jetzt einfach mal durchrödeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe noch mal kurz angemacht. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin immer noch im Update. Aber ich will euch noch was zeigen. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich bin jetzt im Update-Bereich. Also die Xbox macht ein Update. Und jetzt steht hier auch 3840 zu 2420, aber jetzt kommt das Aber. FreeSync Premium 120 Hertz erweitert ist doch nicht 120 Hertz erweitertes Eingangssignal. Also da steht aber nur Eingang. Ich denke mal, da kommt noch weiter hinterher. Und hier steht UHD. Ja, Eingangssignal. So.
Aber wir können ja mal gucken. Wenn wir hier 16 zu 9 ändern können, ja. So. Benutzer definiert. So, steht jetzt da. Das ist genau das gleiche. Das sind jetzt die normalen Einstellungen. Obwohl der Spielemodus an ist, hier kann man ja auch einiges einstellen. Nicht, dass ihr euch wundert, die auch hier einen von den neueren Fernsehern haben. Sagen, wieso machst du denn das? Wo hängt denn jetzt 16 zu 9? Ach, da ist die Xbox schon. Ach, jetzt muss ich mal gucken hier. Ah, hier. So, haben wir ja 16 zu 9. Den Standardmodus kann ich natürlich, den Xbox, ach Quatsch, den Spielemodus, die Einstellung vom Spielemodus kann ich hier, wenn ich hier unten die Taste Play hier drückt halte. Oder Doppelklick war das, glaube ich, so ja. Ich gehe mal nochmal zurück. Kurz 2 Sekunden gedrückt halten. Und da habe ich dann halt hier, kann ich halt Benutzer definiert, Sport, FPS, Echtzeit, Rollenspiel, Standard. Kann man halt die dazu einstellen. Ich habe Benutzer definiert, lassen wir mal drinnen, das wird er ja wissen, warum. Ton kann ich ausgeben auf die Geräte, die ich haben will. Hilfe haben wir noch, Spieleinstellungen, dann kommen wir zur Einstellung, wo wir hier nochmal den dynamischen Schwarzumfang und hier unten den HDR Dynamikkompressor und so. Ja, da habe ich auf erweitert. HDR 10 Gaming oder HDR für Spiele. Ich habe HDR 10 Plus Gaming. Das soll wohl besser sein. Keine Ahnung. So, da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. Der hat hier so viel Einstellung. So, jetzt sind wir ganz normal im Menü. Wir gucken noch mal nach, was der jetzt hier hat. Im Menü bei der Xbox. Info. Ja, FreeSync Premium 120 Hz. Also der hat im Menü hier schon 120 Hz im Gegensatz zur PlayStation. Die PlayStation hat standardgemäß im Menü 60 Hz. So, jetzt gehen wir aber mal auf Einstellungen. So. Anzeige. So, wir haben hier Aktualisierungsrate. Hier können wir die nämlich auch auf 160 schalten. Ich habe die auf 120. Videomodis. So, und hier haben wir die Details. TV unterstützt. Ihr Fernsehgerät unterstützt 4K UHD mit 60 FPS, also 60 Hertz. Ihr Fernseher unterstützt 4K UHD mit 120 Hertz. 4K 120 Hertz erfordert. Ein Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel habe ich logischerweise im Lieferumfang der Xbox Series X enthalten. Spiele. Ihr TV-Konfiguration unterstützt 4K mit bis zu 120 FPS nativ. Ihr Fernseher unterstützt HDR10 für Spiele. Ihr TV-Setup unterstützt Dolby Vision für Spiele nicht. Oh, meine Batterie ist bald leer. Gut, ich muss den Elite-Controller laden nachher gleich mal. So, dann haben wir Filme und TV. Ihr Fernseher unterstützt 4K 10 Bits bei 24 Hertz. Ihr TV unterstützt 4K 10 Bits mit 50 Hertz. Ihr TV unterstützt 4K 10 Bits mit 100, Quatsch, mit 60 Hertz. Ihr Fernseher unterstützt HDR 10 Video. So. Und hier können wir auch nochmal alles einstellen. Und jetzt stellen wir das einfach mal um. So, und jetzt habe ich's.
Moment. So. Ich hoffe, ihr könntet jetzt erkennen. Ich habe es jetzt hier am Monitor. Er hat es gleich erkannt. So. Und wir gehen jetzt hier nochmal auf TV-Details. Und guckt mal, jetzt haben wir hier auf einmal bei 120 Hertz. Nö. 120 Hertz TV-Konfiguration. Nö. Ihr Dolby Vision? Ja, das war klar. So. Hier Dolby Vision wird nicht unterstützt und Spieleaufzeichnung, also das habe ich jetzt gerade da oben gar nicht gezeigt. Aber ihr seht hier oben, dass das alles nicht unterstützt wird. Trotzdem habe ich hier Bild, ein knackig scharfes Bild, ein super Bild, kann mich nicht beschweren. Und jetzt machen wir einfach nochmal das gleiche. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie schnell das umschaltet. Und zwar drücke ich jetzt. Und da ist es doch schon, das Bild. Dann gehen wir nochmal auf, nicht auf Shop. Da habe ich mich jetzt verdrückt. Einstellungen. Anzeige, TV-Details, bumm, und alles ist wieder da. Der hat alles erkannt. So. Ihr TV unterstützt Aufzeichnungen von 4K Spielclips und Screenshots. Ihr TV unterstützt Aufzeichnungen von HDR Spielclips und Screenshots. Das habe ich vorhin vergessen runter zu scrollen. Aber ihr seht, ich habe hier nur zwei Sachen, was mein TV nicht unterstützt. Ihr TV Setup unterstützt Dolby Vision für Spiele nicht. Dolby Vision für wird von Ihrem TV-Konfiguration nicht unterstützt. Habt ihr auch nichts mit Dolby Vision dran. Ja? Aber ja, ich würde sagen, es ist funktioniert einmal frei, würde ich sagen. Ich könnte jetzt jederzeit wieder die PlayStation anmachen und das Bild wäre sofort wieder da. Also ohne Probleme. 4K mit Umschalten, alles ohne Probleme. Es gibt auch von Etsco welche, die halt 3 und 4 Geräte zulassen, auf ein Gerät ausgeben. Hätte mir auch besser gefallen, weil da ist alles hinten und nicht ein paar Kabel vorne, weil hier ist halt praktisch drei Eingänge. Hinten, vorne ist halt Ausgang und halt USB und beim anderen ist auch hinten ein Eingang und USB und dann auf der anderen Seite ist halt zwei Ausgänge. Wäre halt, hätte man ein bisschen besser machen können. Ich habe das jetzt ja alles unter der PlayStation irgendwie versteckt und so, dass das halt halbwegs klappt alles. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich habe 4K, wenn ich hier bin, habe ich 4K mit 120, mit FreeSync, mit VRR, mit allem, was ich will und was die Spiele unterstützen. Wenn ich aber am Monitor bin und zocke und streame mit euch, dann natürlich nur die 60 Hertz, was der Monitor unterstützt und VRR nicht und so, aber der macht auch ein geiles Bild. Aber mit VRR ist natürlich, wenn man es kann, schon ein Stück schöner. Und wenn man möchte ja nicht drauf verzichten, weil wenn der Fernseher hat, warum soll ich drauf verzichten? Und dann klappt alles, mit dem Umschalten klappt alles. Wie gesagt, ich hatte einmal nur halt die Probleme mit Assassin's Creed Origins, aber sonst hatte ich, also das Griechenland-Ding, und sonst hatte ich da keine Probleme. Keinerlei. Ab und zu vielleicht mal sicherheitshalber die HDMI-Kalibrierung machen und gucken, ob das alles noch eingestellt ist. Aber sonst alles ohne Probleme. So, nichtsdestotrotz soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Die beiden Geräte, den 3:1 und den 1:2, der aber auch 2:1 kann, werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Ich werde euch auch den 2:1
mit Fernbedienung verlinken. Also da gibt es ein paar von der Firma, die alle das gleiche können. Und die können alle wirklich 120. Die können sogar 8K mit 8K mit 60. Da müsst ihr nämlich aufpassen. Es gibt ganz, ganz viele, die sagen, ey, wir können 4K, wir können HDR und wir können 8K und so. Die können dann aber nur 4K mit 30 FPS. Oder jetzt halt 4K 60 und dann 8K mit 30. Die unterstützen 8K mit 60 FPS. Selbst wenn ihr einen 8K-Fernseher habt, könnt ihr damit 8K 60 FPS fahren. 4K mit 120 VRR. Oh Gott, was steht da? Hier steht nur noch HDR drauf. VRR, Alm wird unterstützt. FreeSync von Nvidia, das wird unterstützt. NSync, wie heißt denn? Keine Ahnung. Es wird alles unterstützt, was die neuesten Konsolen hergeben. Also ihr braucht da auf nichts verzichten. Das ist voll geil. Funktioniert richtig gut. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen Freude machen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Denkt dran, Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.